Hi zusammen, heute geht es um ein Thema und zwar den Rhythmus. Rhythmus ist jedem bewusst, der gehört dazu. Das sollte man auch ein bisschen beachten. Vielen ist das klar, der Schläger muss langsamer nach oben, soll schnell nach unten. Aber wie man das am besten trainiert, beziehungsweise wie man wirklich ein Gefühl dafür bekommt ihr heute von mir einen Drill, beziehungsweise eine Übung, die allerdings schon ein bisschen im fortgeschritteneren Bereich ist. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt eine Skala von 1 bis 10. Man unterteilt den Golfschwung oder die Geschwindigkeit in 10 verschiedene Geschwindigkeiten. So, und jetzt ist die Geschwindigkeit Nummer 1. Ihr dürft es auch immer natürlich mit Ball machen, die Nummer 1 eine absolute super slow motion, wo es dann auch wieder den meisten bewusst wird, wie anstrengend es eigentlich wirklich sein kann, eine super slow motion mit einem Golfschwung zu machen. Also ich zeige euch jetzt mal meine Nummer 1. Ja, also natürlich beachte ich alles. Ich würde es eigentlich mich so hinstellen, als würde ich den Ball schlagen. So, jetzt geht die 1 los. Ich fange in super slow motion los. Meine Schulter, meine Hüften drehen, das rechte Knie bleibt innen, das linke Knie geht leicht nach vorne. Und dann kommt der Armhub nach oben, mein Bauch geht auf Spannung. Was passiert? Ich komme nach unten, das linke Bein streckt, die Arme kommen nach unten, aber immer noch in einem von oben nach unten Modus. Ich treffe den Ball und gehe nach vorne durch und komme in mein Finish. Also das habt ihr jetzt gesehen, es ist wirklich eine absolute super Slow Motion, was auch... Ich kann es jetzt mittlerweile ganz gut erklären, weil ich natürlich auch mir ganz bewusst bin mit jedem in jeder Sequenz, was ich machen möchte. Aber für die meisten ist dann wirklich so, oh Gott, was mache ich denn dann eigentlich mit meinem Bein? Ist es ein bisschen kompliziert. Aber es geht jetzt tatsächlich mal darum, sich so zusammenzureißen und so langsam wie möglich den Schwung zu machen. So, jetzt geht es in die 2. Ich werde jetzt um Gottes Willen nicht jede Zahl euch vormachen. Aber die 2 ist dann definitiv ein ganz, ganz klein bisschen schneller. Ihr seht selber, es geht immer noch in Super Slow oder in Slow Motion nach oben. Und es geht aber alles ein Ticken schneller. Und dann geht das Bein wieder zurück und der Schläger kommt nach unten und es geht nach vorne durch. So, beim ersten erwische ich gerade so den Ball, der hoppelt wahrscheinlich gerade nur so 20 cm nach vorne. Jetzt ist er mal 2 Meter. Also ihr seht, wo die Reise eigentlich hingeht. Und da mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn immer eine Steigerung? Das ist das Schwierige daran. Die 3, ein bisschen schneller. Die 4, ich mache jetzt mal eine 4 vor für mein Gefühl. Die 4 ist dann so ein bisschen schnellere Slow Motion, dass ich sage, okay, es geht jetzt schon in die richtige Richtung. Jetzt komme ich nach unten. Und der Ball wird definitiv getroffen und nach vorne geschlagen. So, 4, 5. 5 ist dann ungefähr eine Geschwindigkeit, dass man sagt, man ist halb so schnell wie maximales Tempo. Jetzt gehe ich mal auf die 6, die dann schon so ein bisschen dem normalen Tempo ein bisschen ähnelt, dass man sagt, okay, ich gehe mal nach oben. Ja. Dann geht es schon mal mehr in dieses Schlagen über. Aber ihr seht selber, es ist keine Beschleunigung, es ist wirklich nur ein Tempo. So, und jetzt gehe ich mal auf die 7. Die 7 ist dann, ich stelle mich immer wieder richtig hin. Die 7 ist dann nach oben und dann langsam nach unten. Und spätestens dann wird einem bewusst, das ist eigentlich gar kein schlechtes Tempo, so eine 7. So, und jetzt gehen wir mal zur 8 über. Also ich sage, okay, eine 8 ist eigentlich schon ganz gutes Tempo, da kann ich mich aber noch ganz gut kontrollieren. Da war jetzt nicht super gut getroffen, aber es war vom Rhythmus her schon ein bisschen schnellerer Schlag. So, und jetzt geht es natürlich in die andere Richtung. Jetzt kommt eine 9 und dann kommt die 10. Jetzt mache ich euch mal eine 10 vor, was die meisten natürlich machen. Das ist dann eigentlich fast maximales Thema. Und jetzt konnte ja das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass es einfach zu schnell ist. Also, wenn man das mal schafft, es dauert ein bisschen, wirklich jede Nummer mal ganz bewusst durchzuziehen, dass man dann einfach tatsächlich merkt, mit einer 7, mit einer 8, wenn es mal pressiert, kann man auch mal eine 9 machen. Aber mit diesem Vollgastempo 10 kann man überhaupt nichts richtig anfangen, beziehungsweise der Golfschwung ist überhaupt nicht unter Kontrolle. Also, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dieser Übung ein bisschen weiterhelfen. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es macht nichts, muss euch das ja richtig erklären. Sucht mal eure Nummer 7 und eure Nummer 8, wo ihr sagt, ihr habt wirklich noch alle Bewegungen so ein bisschen unter Kontrolle und ihr wisst ganz genau, was ihr machen wollt und ihr gebt nicht alles auf, das ist dann die 10. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese
7, 8, ich sage immer im Rückschwung die 7, im Durchschwung die 8 macht, habt ihr einen einfachen und vor allem super Rhythmus für einen Platz gefunden. Also viel Erfolg und viel Spaß damit. Ich freue mich über jegliches Feedback. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne hier auf YouTube und natürlich auch auf Instagram. Und ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Ciao.